Hui. So, Hund, wo willst du denn ganz hin? Dazu. Da hinten rein? Da waren wir auch, glaube ich, noch gar nicht, ne? Oder hätte ich jetzt wieder rausgemusst? Ich glaube, ich hätte wieder rausgemusst, aber wir wollen da trotzdem mal die Kiste holen. Da ist auch ein Gargoyle, ich höre ihn. Einmal 200 Gold, wuppdi-du. Guten Tag. Habt ihr noch nie von so nah gesehen. Da waren es 40 von 50. Hier muss man wirklich halt nur für den Gargoyle quasi rein. Da kann ich auch noch so viel durch die Welt laufen, wenn ich halt sowas da nicht finde, ne? So, Hund. Buddel mal, damit ich buddeln kann. Yay! Eine uralte Schriftrolle. So, mit der kehren wir jetzt sofort zurück. Beziehungsweise ich würde halt nochmal ganz kurz gucken, ob wir jetzt hier an der Banditenküste noch mehr Zeug haben. So an Gargoyle-Köpfen. Ne, wir haben 2 von 2. Okay, das ist super. Dann kehren wir zurück nach... Achso, wir können einfach über die Quest das machen, ne? Die Archäologin. Einfach hin teleportieren. So. Madame Bell. Ich hab hier so eine Archäologie-Schriftrolle. Habt ihr nichts für mich dabei? Ich hab doch dabei. Ah ja, das ist es. Okay. Ihr konntet eines der alten Artefakte bergen? Ja. So. Was hast du denn noch so Schönes? Neue Quest verfügbar. Ach, sag doch sowas nicht. Wie wär's? Ich hätte noch ein archäologisches Abenteuer. Ja, gib mir einfach die Schrift von, dann gucken wir mal. Das habe ich bis jetzt rausgefunden. Enttäuscht die Archäologie nicht. Was steht denn so drin? So, alle Hinweise, die ich über das nächste Artefakt gesammelt habe, legen nahe, dass es am meeresgeküssten Sand unter dem kampfgeplagten Berg begraben liegt. Wie es in einer Schriftrolle heißt, was auch immer das bedeutet. Könnte Westcliff sein. Theoretisch. Gehen wir mal nach Westcliff. Direkt ins Lager. Und mal gucken. So, Hund schlägt aus, das heißt, wir sind eigentlich gar nicht mal so verkehrt dran. Ja, ja. Dass der Hund aber auch manchmal anhält, obwohl wir halt schon hinterherlaufen. Und der Hund dann so, ja, ich laufe dann weiter, wenn du da irgendwie vorbeigelaufen bist. Ja, hier? Okay. Dann haben wir auch schon die nächste Schriftrolle. Jetzt haben wir die letzte Schriftrolle gar nicht gelesen, ne? Die wir ausgebuddelt haben.
Die Zeit hat diesen alten Pergament arg zugesetzt. Darauf befindet sich das Rezept für einen Auflauf aus dreierlei Bohnen. Obwohl die Zutatenliste nur zwei verschiedene Bohnensorten enthält. Stimmt ja, das waren ja die besten Artefakte ever. Gut. Quests. Archäologin, ich will wieder zurück. Moment verlieren wir ganz viel Geld an unsere Familie. Weil wegen Unterhaltszahlen und so. Guten Tag, ich habe eine Schriftrolle dabei. Ja, vielen Dank. Yay. Ich weiß ja gar nicht, ne, wie viele von den ganzen Archäologie-Quests es da noch geben soll. Aber bestimmt noch so ein paar. Ich habe noch eine gefährliche Aufgabe. Ja, dann ne, gucken wir mal. Das habe ich bis jetzt rausgefunden. Enttäuscht die Archäologie nicht. Enttäuscht die Archäologie nicht. Tu mich auch. Ich konnte nicht viel über das nächste Artefakt finden. Ich glaube, dass es in einer Höhle an einem Strand ist. Vermutlich nicht weit von dem Gebiet, wo eins der anderen Artefakte gefunden wurde. Ich weiß aber nicht, welches das war. In einer Höhle. Am Strand. Die einzige Höhle, die mir so spontan einfallen würde, ist diese komische Kristallhöhle, in der wir vorhin waren, als wir auch die Hops gejagt haben wegen dem Knochen. Also, Gebiete, Rookwitch, da wollte ich sowieso nochmal gucken. Da soll es irgendwo auch noch einen Gargoyle geben. Rookwitch. Hophöhle, ja. Überhaupt nicht lustig. Haupthöhle, dann aus der Haupthöhle raus und dann darüber schwimmen, dann müssten wir da sein. Außer da gab es jetzt hier noch einen Punkt von wegen so, hey, du kannst dich gleich zur Kristallhöhle hin teleportieren, aber ja, habe ich jetzt nicht gesehen. Ich kann auch nicht alles sehen, okay. So. Einmal wieder Hops zum Frühstück. Ich muss mich mal selbst daran erinnern, dass ich mal wieder heiß bin. Hier. So. Er sagt, er hat einen Grabungsort. Okay. Okay, da. Das ist ein Weizen-Willenskrafttrank. Das ist jetzt nicht das, was ich suche. Sondern da hinten will ich hin. Da war doch diese Kristallhöhle, ne? Glaube ich zumindest. Einfach mal an den hohlen Männern hier vorbeilaufen. Die sind so hohl, die checken das nicht. So, hier. Edelsteingrotte. Nicht Kristallhöhle, Edelsteingrotte. Ja, meinetwegen. Meinetwegen auch das. So, was sagt der Hund? Sagt halt leider nichts. Kann natürlich jetzt sein, dass wir jetzt hier auch verkehrt sind. Was hat er? Was jetzt hat er einen Grabungsort? Ja, und wo? Und die? Wo? Da. Da beißt er erstmal fett in seinen Schwanz. Und dreht sich in den Kreis. Uralte Schriftrolle.
Dort befindet sich die Abbildung einer Maus, die auf einem Löwen reitet und ihn mit einer Peitsche antreibt. Ah ja. Okay. Ich gehe da mal, ne? Quests. Die Archäologin. Im Moment kommen wir mit den Dingern ja wirklich relativ fix voran. Und dann mal gucken. Was es dann irgendwie so auch mal am Ende dieser ganzen Questreihe da so an Belohnungen gibt. So, hier. Deine Schriftrolle. Endlich. Vielen Dank. So. War es das jetzt oder kommt da noch mehr? Höchstwahrscheinlich kommt da noch jede Menge mehr. Platz und Angriff. Kehrt zu Weaver zurück. Das heißt... Ihr könnt nicht viel tun, bis ich den nächsten Ort kenne. Okay, wir sind mit dem Archäologie-Gedöns halt jetzt noch nicht fertig. Aber sie hat erstmal keine weiteren Quests. Da wir jetzt so uns sowieso auf Ziellinie des Spiels befinden, würde ich mal fast davon ausgehen, wenn wir das Spiel beendet haben, haben wir da dann noch so ein paar Archäologie-Folgequests, ja? Ja, das klingt ja super. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal in die Gargoyle-Höhle nochmal. Denn wir haben da ja zwei Belohnungen, die wir holen können. Und dann mal gucken. Dann so an dem Gedöns gibt es ja quasi nur noch die Gargoyles, die Dämonentüren. Ja, und sonst die Quests und sowas haben wir jetzt erstmal. Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich nochmal die Gargoyles suchen, die Dämonentüren bearbeiten und dann erstmal Richtung Ende des Spiels gehen. So, theoretisch. Aber erstmal gehen wir in die Gargoyle-Grube. Sollen wir natürlich mindestens 50 Gargoyles finden. Wer hätte das gedacht? Verstehe ich gar nicht, warum. So, einmal hier diese Belohnung. Da kriegen wir ein Smaragd. Ui, und noch ein. Und noch ein. Ui, das hat sich ja gelohnt, 30 Gargoyles zu finden. Ey, wenn ne, wir dann 50 Gargoyles gefunden haben und die Belohnung ist dann halt eher so nicht mal witzig, sondern halt eher so meh, dann fühle ich mich ja auch so ein bisschen vom Spiel verarscht, ne? Aber bisher ja auch viele Belohnungen, die wir so vom Spiel gekriegt haben, war ja auch eher so. Nee. Aber mal gucken. Ich lasse mich so überraschen. Ein Geldbeutel mit 10.000. Hätten wir jetzt ne, keine Geldprobleme, dann würden wir es natürlich halt sagen, so. Also hätten wir nicht Geld im Überfluss, würden wir sagen, so, ja. Ist ja ganz nett. Ist halt schon so ein bisschen lachhaft, ne? Mal abgesehen davon, dass wir mit dem Gold immer noch nichts anfangen können. Das ist es halt, ne? Hier für 40 Gargoyles kriegen wir 10.000 Gold. Mit Gold können wir im Spiel nichts anfangen. Oder halt schon sehr wenig. Wir können natürlich Häuser dekorieren bis zum Umfallen, damit wir dann letztendlich noch mehr Geld kriegen. Aber, naja, ist ja jetzt auch nicht so, als gäbe es jetzt hier so die große, mega... Item-Vielfalt, dass man jetzt sagen kann, so, wow, da muss ich aber auf eine Waffe richtig fett sparen. Weil die eine Million kostet. Oder 10.
das ist halt schon so. Hm. Und auch in diesem Spiel fühle ich mich so ein bisschen, ob ich jetzt Rüstung trage oder Peng. Oh, ne? Das war ja noch im Fable 1 so, dass da Rüstung ja auch so einen Rüstungswert auch hatte, glaube ich, ne? Und hier ist es halt so, ja, es geht halt alles über deine Zähigkeit, die Skills, ne? Hm. Naja, was soll's. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause. Und beim nächsten Mal machen wir dann Jagd auf Gargoyle-Köpfe. Eventuell suche ich mir dafür nochmal einen Guide raus. Und dann machen wir die Dämonentüren auf, die ich aufmachen kann. Und dann schauen wir mal. Bis dahin, viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.